Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Grim Dawn. Da bin ich wieder hier aus der, was weiß ich was. Auf jeden Fall will man hier nicht sein. Seltene Zweihandangst. Ja, mit 1700 oder weniger Schaden, als wir jetzt haben, können wir nichts mit anfangen. Also waffentechnisch laufe ich jetzt ja schon Ewigkeiten mit der hier rum. Ach, ein weiter Schrein. Das kann ja ein Spaß werden. Naja, wir weihen ihn mal. Lasst mich mal eben bitte vorher den hier zumindest holen. Starten. Fängt ja mal gut an. Gleich mal einen Entfighter schreien. Freude geht anders. Und die machen richtig Aua, die Leute. Aber so richtig, richtig. Alter Schwede. Hallo, entspann dich. Alter, was geht denn hier ab? Oh Mann, wir dürfen nicht wegrennen, weil wir sonst zu viel Prügel kriegen. Und zu viele Gegner anziehen. Ich habe keine Chance, ne? Holla, die Waldfee, wer bist du? Oh. Ich muss mich erstmal hier um das Gesocks kümmern. Aber die Arschlöcher waren ja mal richtig scheiße. Da traut man sich ja kaum wieder hin, ne? Ah. Womit wir beim Thema Arschlöcher wären. Weil das wird ja ein Spaß. Aber so ein richtiger Heidenspaß. Da hilft echt nur Hit and Run, glaube ich. Was anderes hilft da gar nicht. Haben wir jetzt den einen umgehauen? Ich glaube, einen hat es erwischt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist der scheiße. Komm her. Gib mir Hells. Oh, alter Schwede. Und ich könnte fast meinen Arsch drauf verwetten, dass da nur Scheiße drin ist. Seltene Stiefel mit 1843 Rüstung, das ist nicht so schlecht, aber auch nichts Tolles. Puh. Ey, das kann alles nicht angehen. Wo ist jetzt dieser Schrein? Wo ist der Schrein? Ah, andere Richtung. Ach, da. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich doch echt verarschen. Ernsthaft. Das meint ihr jetzt nicht ernst, ne? Vielleicht schleppt ihr noch den einen oder anderen an. Das ist ja mal ein Brüller. Ich habe jetzt schon wieder nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke mal, 10 Minuten noch müssen hinkommen. Dann ist die Standardviertelstunde auch wieder vorbei. Ja. So, wieder einer weniger. Lass das. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie heißt es so schön? Sind echt mittlerweile richtig Aua machen, die Burschen. Hau ab.
Da wieder ein Heldenmonster zerlegt, allerdings. Den Bauplan nehmen wir natürlich mit, aber das war jetzt, glaube ich, auch nichts Tolles. Okay, du bist Level 109. Na, dann machen wir mal. Ey, lass das ranporten und mich schlagen. Das mag ich nicht, aber so überhaupt nicht. Hau ab! Da auch wieder nichts fallen lassen. Auf jeden Fall ist der... Ist das? Ja, pff. Auch voll für den Arsch. Was haben wir denn da? Mythische Handschützer. Ist auf jeden Fall... Ja, wäre recht nice, aber nicht für den Bild. Trotzdem werden wir die natürlich nicht liegen lassen. Darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Was haben wir denn hier noch? Nee. Nee. Das ist alles echt nicht prickelnd. Dafür, dass wir diesen fucking Schrein uns somit abgekämpft haben, muss ich mal sagen, ist das ein ganz schwaches Bild. Aber hey, was willst du machen? Wir haben auf jeden Fall einen weiteren Schrein geklärt. Das ist ja zum Schrein. Wortspiele, die keiner braucht. So. Haben wir hier drin. Lalalalala. Ja, heute werde ich mal Final Fantasy Demo antesten. Huch, was haben wir da? Legendäre Einhandachse in Lila. Egal. Nehmen wir mit, wenn wir den Platz irgendwie schaffen können. Was ist das? Ja, aber die wird nicht passen. Nee, hier, komm, ab dafür. Hallo? Schnauze. Ach, jetzt hat er mich festgetackert, die Söch. Find's wohl lustig, was? Ja, Final Fantasy VII, die Demo wollte ich mir mal angucken, um dann die Entscheidung zu treffen, ob ich Bock auf das Spiel habe oder nicht. Kommt jetzt ja, glaube ich, im April, wenn mich nicht alles täuscht. Ist jetzt auch nichts so Tolles. Nö. Nö, können wir alles nichts mit anfangen. Ich fand ja, dass das, also was ich bisher gesehen habe, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber das hat ja nicht so viel zu sagen. Können wir da irgendwie, ne, können wir nicht. Lass mal eben Map aufrufen. Ne. Gehen wir mal mehr in die Richtung. Also von daher, ich werde mir mal die Demo angucken, ob das überhaupt was für Papa ist. Ich muss gestehen, damals... Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer neuen Runde. Und ja, was soll ich sagen? Ihr habt, glaube ich, gerade eben verpasst, wie ich den hier geklärt habe. Die Aufnahme ist nämlich schief gegangen. Irgendwas hat das Nvidia Shadow Play nicht gemocht. Und das Problem ist jetzt, ich nehme jetzt, was heißt Problem, ist jetzt auch kein Problem, ich nehme jetzt gerade mit Hallöchen, mit Shadowplay, mir fällt der Name Playcolor wieder auf. Ich hoffe, dass das jetzt alles klappt, weil ich hatte jetzt auch, also Shadowplay ließ sich nicht davon überzeugen, dass es jetzt ja nochmal sich starten lässt, warum auch immer. Ich müsste wahrscheinlich den ganzen Rechner neu starten oder Grim Dawn starten und beides käme jetzt für mich aktuell gerade nicht so richtig in Frage, weil das würde bedeuten, dass der gesamte Fortschritt weg wäre. So dass ihr ein bisschen was verpasst habt, jetzt nichts Weltbewegendes, abgesehen von der Prügelei um den Schrein, weil die war nicht ohne. Aber insgesamt habt ihr jetzt nichts Weltbewegendes verpasst. Trotzdem ärgert mich das.
weil war noch mal eben schnell. Ich wunderte mich schon. Ich sagte, Aufnahme beenden und es passierte genau nichts. Blöd. Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Hab da auch nicht drauf geachtet, dass da irgendeine Meldung war. Im Hintergrund lief ja Shadowplay mit. Und der sagte mir dann, als ich dann mal raustappte, ja, pass mal auf, mein Freund, das war ja wohl nichts. Fand ich jetzt mal doof, aber nicht zu ändern. Deshalb nehme ich hier jetzt nochmal diese Folge in 15 Minuten auf. Dann habe ich erst zwei Folgen. Also ist heute dann doch nicht ganz so mein Tag, aber man kann nicht alles haben. Ich tue mein Bestes. So, können wir jetzt mal hier alle sterben. Ich hatte eigentlich geplant, heute zumindest die Grim Dawn Folgen und wie ich... Alter, entspann dich. Du bist doch wieder ein Boss. Und du wirst wahrscheinlich wieder genau... Aua. Ach scheiße, was mache ich denn da? Ja, und wirst genau nichts fallen lassen. Das finde ich wieder so hammergeil. Ich bin echt das Glücksschwein diesbezüglich. Ganz ehrlich, das war ein Boss. So, und was hat er fallen lassen? Also Leute, korrigiert mich, aber ich sehe genau nichts, was er fallen lassen hat. Das ist doch scheiße. Das riecht mich gerade echt so ein bisschen auf. Ich meine, ich prügel mich hier mit den bösen Bossen rum. Meistens gelingt es mir auch recht gut. Nicht immer, aber meistens. Und haben tue ich da genau nichts von. Haut ab. Abhauen. Prügel dich da mit meinem Dickerchen rum, Arschloch. Und wenn hier irgendwas droppt, ist das auch so, wo ich denke, so gähn. Also wirklich nichts, was mich irgendwie nach... Also damage-mäßig schon mal gar nicht, aber auch rüstungstechnisch oder von den Skills her, bin ich da echt am Arsch, um das mal so zu sagen. Verpiss dich. Die Dinger haben aber auch einen Lebenspool, der ist nicht mehr schön, ne? So, haben wir hier natürlich, ach, natürlich Gegner. Ja. Ja, dann werde ich die restliche Session von Grim Dawn jetzt mit Playclaw aufnehmen. Ich hoffe, dass der Qualitätsunterschied nicht zu gravierend ist. Das werde ich aber auch gleich erst nach dem Rendern sehen. Ich habe versucht jetzt die Einstellung ähnlich wie bei Shadowplay zu machen. Und dann werde ich mal im Nachgang gucken. Alter, die brauchen immer, bis die tot sind. Schön ist das alles nicht. So. Schnauze. So. Her damit. Auch her damit. Ja, schauen wir mal. Ey, lass das. Was soll denn das? Kannst du das mal unterlassen? Haltung, du Arschloch. Zu nah ran ist auch nicht gesund. Musste ich gerade eben wieder mal feststellen. Auch wieder nur Schrott, ey. Also, vielleicht kann mir einer von den Grim Dawn-Spielern mal verraten, was zum Teufel hier los ist, dass ich echt null Glück habe, wenn es um Items geht. Da ist wieder ein Boss.
der wieder genau nichts fallen lassen wird. Das ist immer dieselbe Kacke. Bin gerade ein bisschen frustriert. Haut ab. Abhauen. Na, Arschloch. Na, lass mich in Ruhe. Kümmere dich um meine Kumpels hier. Die mögen sich gerne mit dir prügeln. Ach, du kannst auch abhauen, ehrlich. Im Nahkampf, das... Aua. Im Nahkampf, das ist gar nicht gut für meinen Char. Upsala. Diese roten Dinger, die er da immer fallen lässt. Oh, 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 lass das. Und irgendwas sagt mir schon jetzt, dass der auch gleich wieder nichts droppen wird. Wird nicht passieren. Entweder gar nichts oder nur Scheiße. Alleine, dass er so lange braucht, bis er tot ist. So, guckt es euch an. War ja nur ein Boss. Nö. Hat zwar deutlich mehr Rüstung, aber ansonsten bla. Richtig bla. Kann man nicht anders sagen. Ja, wie gesagt, das ist schon ein Stück weit frustrierend. Aber gut, ich werde jetzt hier die Folge unterbrechen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Aufmerksamkeit und seid gerne dabei, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, Alt-Elephant, genau nichts vom Blut. Bis dann, tschüss.